Mahlzeit und herzlich willkommen zurück hier bei Metal Gear, dem ersten Teil aus 1987. Und ich hoffe, ich komme jetzt mal ein bisschen besser hier voran. Nicht so wie bei den ersten vier Folgen. Mit meinen unglaublichen Skills. Ah, jetzt sehe ich das erstmal. Hier steht eine 3. Warte mal. Also, ach so, ich habe ja auch gar kein Inventar mehr. Ich wurde ja gefangen genommen. Infiltration war abgeschlossen. Wir starten jetzt quasi immer neu. Was? Ich bin der Shotmaker. Alter, neue Aufnahme, gleich Bosskampf oder was? Ja, du bist jetzt von hier entkommen. Alter, Alter! Jetzt weiß ich auch, warum der Shotmaker heißt. Willst du mich verarschen? Au! Alter, wie... Okay. Schnauze. Oh nein, jetzt muss ich das nochmal machen. Ja, hi, ey Koppel. La 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 la, das wissen wir alle schon, das haben wir alle schon gesehen. Hier komme ich raus zum Shotmaker. Aber wie soll ich denn den besiegen? Oh oh, oh oh. Ich habe jetzt auch keine Karten mehr, ne? Ressourcengegenstände habe ich auch nicht mehr. Komme ich hier vielleicht raus? Also hier komme ich nicht raus. Hier komme ich auch nicht raus. Da muss ich erstmal gucken, ob ich hier irgendwelche Waffen finde. Ansonsten... Hallo? Ansonsten... Ja, du willst mir auch wieder selber erzählen hier. Bla bla bla. Prüfe auch die Wände. Der ist so dusselig, Alter. Das ist unser Chef. Weil ich bin ja hier im Bunker, also... Alter, wie soll ich den Shotmaker denn kalt machen? Es geht ja schon wieder richtig gut los. Da komme ich ja auch nicht raus, ne? Und so nach dem Push-Button wird das ja auch nicht gehen. Und ich habe auch keine Karte. Ich brauche ja von ihm eine Keycard. Vielleicht ein bisschen Glück. Aua, 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 aua. Okay, hier komme ich auch nicht durch. Wie soll ich den denn... Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Halt die Schnauze. La 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 la. So, er ist wieder weg. Wohin auch immer. Aber es würde auch keinen Sinn machen, wenn ich jetzt hier irgendwie was anderes kaputt mache. Ich kriege hier sowieso nichts. Oder waren hier nicht noch irgendwelche Kisten oder so? Vielleicht kann ich hier die Kisten kaputt kloppen. Ja, ich denke, dass er die irgendwie öffnen kann und da ist auf einmal irgendwas drin. Aber wie soll ich denn den Typen kalt machen? Da bin ich jetzt leicht überfragt. Beginnt die neue Aufnahme ja schon mal richtig geil. Ja, ciao. Geh trotzdem nochmal hier hin. Vielleicht jetzt irgendwas? Aber wie soll ich... Oder soll ich einfach bloß... hoffen zu überleben? Weil selber abschießen wird er sicher nicht, ne? Okay, hätte sein können, dass er irgendwie die Tür hier zerschießt. Weil ich glaube, ich treffe den ja auch nicht mal. Wenn ich, selbst wenn ich den schlage, treffe ich den nicht mal. Der kommt auch da oben nicht weg, der Sack. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwie was Geheimes. Ah, ja. Piss dich.
Au, 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 au. Komm mal wieder hier hin. Komm mal hier hin, danke. Ah, okay. Was haben wir hier? Ah, jetzt habe ich wieder alles. Schön. Was habe ich denn hier aufgehoben? Sender. Okay, den wollte ich jetzt eigentlich nicht benutzen. Ich glaube, da könnte ich Keycard 1 gebrauchen. Boah. Ich versuch's mal hiermit. Wow. Oh! Fuck. Hab ich ihn jetzt damit überhaupt verletzt? Ich glaube eher nicht. Also ist das eigentlich eine Munitionsverschwendung? Raketen. Benutze die Richtungstasten, um den Flug der Rakete zu steuern. Spieler kann sich nicht bewegen, während die Rakete benötigt wird. Okay. Probieren wir das mal. Oh Gott. Komm mal her hier. Komm. Komm, gut. Wow. Alter. Ach so. Ach so. Aha. Okay. Okay. Super, wie kriege ich ihn jetzt klein? Nur einmal pro Bildschirm wirklich. Haha. Ja, der Granatwerfer hat mir auch nicht so viel gebracht, aber. Geh mal wieder weg. Oh, oh. Muss er da direkt draufstehen? Ich weiß es nicht. Die Granate trifft das den Typen nicht mal. Hm. Wow. Wow. So, ja, dann nehmen die zwei. Und ich komme hier mal noch nicht raus. Habe ich. Nee, Medipack habe ich nicht noch dabei. Kann ich Vexitio jetzt noch auf. Okay. Munition. Ah. Nummer 3. Weil es blöd ist, wenn die Tür an der Seite ist, sehe ich das ja auch überhaupt nicht. Ah, da oben gab es ja noch eine Tür. Ich lünz mal. Oh Gott. Okay. Ah, wir sind wieder auf dem Dach bei den blöden Ködern. Alles klar. Weil ich verstehe nicht, vorhin wollte ich durch die Tür gehen, da ging es nicht. Warum auch immer. Und von der Lebensanzeige bin ich ja wieder am Arsch. Da sind drei Striche. Warum funktioniert das nicht? Weil ich da wahrscheinlich überhaupt nicht rauskomme. Haha. Okay, ab zu den Türen. Nicht falsch verstehen. Ich habe nichts gegen Hunde. Gott. So, nee, ich gehe mal unten lang, weil da ist der Schisserhund. Aber hier ist auch noch eine Tür. Hier müsst ihr doch auch einfach so durchkommen. Kommen wir nicht, warum auch immer. Oder geht das auch mit. Warte. Mal gucken. Nein. Nö, hat damit nichts zu tun. Na gut. Au. Schwein gehabt. So, und wir sind jetzt Klasse 2. Ich schätze mal, es geht bis Klasse 5.
ging das Spiel jetzt ja nicht weiter. Ciao. Yay. Wie ich es liebe. So, jetzt haben wir aber Karte 3. Wo kommen wir denn da noch weiter mit hin? Hier eventuell? Aua, 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 aua. Okay, da kommen wir da vielleicht hin. Nein, 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 nein. Oh. Nein. Oh ja, klar, ich bin gleich wieder tot. Ah! Nein! Nein! Ich wollte noch in die scheiß Türe da. Ah. Das ist kacke, warum sieht er mich da gleich? Gott. Ach nee, wir waren nicht auf dem Dach, wir waren im Erdgeschoss. Hier war, glaube ich, die Stelle, wo wir eher runtergekommen sind und dann wurden wir festgenommen. Möchte ich sagen. So, jetzt kommen wir aber auch da rein und da unten müssten wir eigentlich auch reinkommen. Wir haben ja noch ihn hier. Gucken, ob das funktioniert. Warum komme ich hier jetzt wieder nicht rein? Gibt es noch eine vierte? Das verstehe ich nicht. Aber das Ding da oben zum Beispiel hat drei Striche. Also da müssten wir eigentlich reinkommen. Und warum läuft hier immer die ganze Zeit so eine Musik, als ob hier gleich was passiert? Dreh dich mal um, Junge. Nur dreh dich doch mal um, Mensch. Ich würde es am liebsten alle kalt machen, aber nicht mal mit viel Energie. Okay. Es geht einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Okay, hier kommen wir also auch nicht weiter. Also wieder zurück im Karton. Bitte nicht umdrehen, danke. Okay, hier ist nur er. Aber hier waren wir ja schon. Ja. Das bringt mir also gar nichts. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Scheiße. Nein, jetzt. Ah, blödi. Au, 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 au. Ja. Ja, natürlich. Warum fliegen meine Kugeln nur so weit? Und den seine übers gesamte Spielfeld, alles klar. So, gehen wir hoch hier. Ja. Yeah. Ich versuche mein Glück mal hier. Nee. Oh. Oh, stimmt ja. Okay. Nein, warum? Scheiße. Also, ihr seht's, mit meinen Skills geht's echt voran. Ich versuche es jetzt trotzdem nochmal. Was ich nämlich bei dem Level hier oder auch nicht verstanden habe, warum? Warum wurde unten Alarm ausgelöst? Ich weiß ja nicht, ob das irgendwelche Trittsensoren oder so sind. Das können ja alles so der Fall sein. Aber man weiß es nicht genau.
So, wandern mal ein bisschen schneller, Kamera. Hier müsste mich eigentlich nicht sehen. So, ich... Das ist sehr gut, dass du müde bist. Hier, das war... Warum? Au. Sind das Bewegungssensoren? Das ist ja meine Frage. Sind das Bewegungssensoren? Okay, da unten sind wir fertig. Hier... Wo waren wir denn hier nochmal gewesen? Nicht umdrehen. Nicht umdrehen, hab ich gesagt. Mann, Penner. Ach, stimmt ja. Hier kommen wir ja nicht weiter. Okay. Oberster Stockwerk brauchen wir auch nicht. Es bleibt an sich bloß noch der Weg zurück. Oder hier durch. Na gut, ich habe eh schon was abgekriegt, also dürfte das relativ egal sein. Was hier verbringe ich am liebsten? Zeit in der Kiste. Die anderen Folgen gesehen haben, wissen das mit Sicherheit. Ich würde gern zu der Tür da kommen, aber ich weiß halt nicht. Ja doch, ich muss zu der Tür kommen. Weil unten gab es jetzt nicht so viel für mich. Da gab es, glaube ich, bis immer Munition und dann wieder irgendwie die Tretminen. Ja, Quatsch, Tretminen, Plastiksprengstoff. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich da überhaupt reinkomme. Deswegen, ich warte jetzt erstmal hier. Ja, dann sieht er es aber wieder. Nein! Au! Ach, wegen diesem einen Typen, Alter. Wegen diesem einen Typen. Oh Gott. Nein. Ich hasse das. Warum speichert das hier immer? Mann. Alles klar, im Endeffekt bleibt uns bloß noch... Hier. Ach Gott. Die scheinen sich auch gar nicht zu bewegen. Dreh dich mal um, Junge. Natürlich. Komm ich jetzt hier wenigstens rein? Oh Gott. Und ich war irgendwie der Meinung gewesen, alles klar, so ein altes Spiel. Da brauchst du auch nicht. Nein, nicht so weit hoch. Da brauchst du nicht großartig Skills, das machst du auch schon so. Oh Mann. Okay, jetzt hat er uns nicht entdeckt. Nicht wieder hochgehen. Kommt der hier hoch oder nicht? Weil weiter unten war ich ja noch nicht gewesen. Er kommt hier hoch. Yeah, Munition. Aber brauche ich an sich nicht. Gucken. Okay, wen haben wir denn hier? Grüße. Danke, dass du mir geholfen hast. Der Yen vom Widerstand bietet ihre Unterstützung auf der Frequenz 120.33 an. Der Yen sollte eine Menge Informationen über deinen Feind haben. 120.33 hat's da gesagt, ne? Schnauze. Oh, Junge.